Man sieht diesen Fries, gerade eben durch diesen bedrohlichen Monster des Affen, dass die Entdeckung der Sexualität als eine Bedrohung empfunden wurde, die auch mythisch schon lange vorbereitet war, dass die Männer seit der Erfindung der Nixon immer empfunden haben, die Frauen ziehen sie in den Abgrund. Ne? Die Nixon, das waren die Damen, die haben so schön gesungen, dass die Männer dann in den Abgrund des Meeres gesprungen sind und sind vom Meer, vom Abgrund ihres eigenen Begehrens verschlungen worden. Ne? Das sehen wir hier noch so deutlich. Also das heißt, die Menschen der damaligen Zeit, vor allem die Männer, haben die Sexualität als erstes empfunden, was sie gefährdet. Ja? Und dann kommt Freud und sagt dann, das ist doch viel schlimmer. Ja? Weil das Unbewusste ist der Ort sozusagen. Ja? Dorthin ist das sexuelle Begehren verdrängt worden. Und weil es unbewusst ist, also nicht durch die Vernunft kontrollierbar, also noch viel schlimmer, ja? Auch wenn wir Vernunft haben, können wir unsere Triebe nicht kontrollieren. Was ich nicht kontrollieren kann, gefährdet mich. Also ist es zu dem Satz gekommen, ich bin nicht Herr im eigenen Haus. Weil wenn ich nicht Herr im eigenen Haus bin, dann fühle ich mich zu Hause nicht behaglich und nicht wohl, sondern es ist mir unheimlich in meinem eigenen Heim. Also gerade aus dieser Kontrollverlust im eigenen Haus, im eigenen Heim entsteht und dann die Angst vor dem Unheimlichen, vor dem Uncanny. Also insofern entsteht die Sehnsucht, wie kann ich wieder Herr im eigenen Haus werden, wie kann ich das aus dem Unheimlichen das Heimliche machen.